Heute geht's zur Acer V-Red Maus mit 1,5 Kabel und super günstig und es ist eine absolute Neuerscheinung. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr auf meinem Kanal zum neuen Video eingecheckt habt. Ich habe hier eine extrem günstige Maus, die kostet 13 Euro derzeitig auf Amazon. Erscheinung am 30. Oktober, also Premiere hier auf dem Kanal. Und ich habe sie auch noch nicht auf YouTube gefunden. Und der Preis war einfach verlockend. Sie hat nur 3200 dpi, reicht fürs Laptop alle Male. 4 dpi Einstellungen, 6 Tasten und ist ökonomisch in der Hand. Das ist mir immer persönlich wichtig, dass die Teile, die habe ich ja hier noch dran, immer sehr gut in der Hand liegen. Und das macht sie. Sie ist verkabelt, hier ist kein Laden möglich. Das mag ich eigentlich immer auch ganz gerne, weil die Reaktionszeiten zwischen einer Wireless, also einer Funkmaus und einer verkabelten Maus sind viel schneller. Das wissen wir eigentlich alle vom Zocken. Und diese Maus, die möchte ich heute mit euch auschecken, weil sie wirklich extrem auch noch günstig ist obendrein. Acer ist eine Marke, Acer hat schon mehrere Mäuse rausgebracht. Das habe ich im Netz herausgefunden. Und wie gesagt, es ist eine Neuerscheinung. Endlich mal wieder eine kleine Weltpremiere auf Dagis kleinen Kanal. Und jetzt ist ausgelabert, jetzt geht's ab zum V-Red Acer Maus. Check, viel Spaß beim Video. So viel gibt es so an der Maus nicht zu verlieren, ist recht schlicht verpackt, aber immer noch ansehnlich. Ne? Zu viel Verpackung finde ich heutzutage auch nicht mehr wichtig. Das kann erstmal kurz zur Seite hier. Und hier soll sie auch hin, dann kann ich die austauschen. Ich musste da auch ein Kabel dranlegen. Also ökonomisch kann man schon mal auf jeden Fall sagen, weil ist sie. Sie ist für den Men und für das Woman, also für beide geeignet. Hier haben wir die Tasten, also mit 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist da wohl, ist das hier, haben wir ein Rädchen. Wir haben das Klickgeräusch, nicht so laut. Den Abtaster, also ist es schon ein Kampfpreis eigentlich, ne? Gegenüber der anderen. Das ist schon viel mehr Gewicht. Ich denke mal, das ist eher so für den Office-Laptop-Bereich. 1,5 Kabel, USB 2.0, 3200 dpi. Hier können wir die dpi verändern. Und die werden wir jetzt gleich mal, das ist natürlich wieder vorwärts, rückwärts, das werden wir jetzt gleich mal übers Laptop ausprobieren. Na, ich finde sie optisch schön gemacht. Ich zoome euch die auch noch mal ein bisschen ran, damit ihr so ein bisschen näher gucken könnt. Hier, da haben wir noch mal die Tasten. Hier ist die DPI-Taste. Scrollrad, bestimmt zum Einrasten. An der Seite ist nichts. 1, 2, vorwärts, rückwärts, DPI, Scrollrad, Klick. Gut, na, jetzt habt ihr sie gesehen. Entschuldigt bitte, aber ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Schauen wir mal, jetzt gehen wir mal auf den Bildschirm und schauen uns das Ganze mal an. So, als erstes schieben wir die natürlich an. Hier sind natürlich schon einige Mäuse hinterlegt, aber wir wollen mal sehen, was er uns da sagt. Okay, wir kriegen eine neue Maus angezeigt. Kann ich sie bewegen? So, jetzt kann ich die andere wegpacken. Und so, jetzt müssen wir mal gucken, die DPI einstellen. Einmal gedrückt, zweimal gedrückt. Ja, das ist okay. Ich gehe mal ins Netz. Wird jetzt auch nicht als zusätzliche Maus anerkannt. Dauert bei uns ein bisschen. Der Laptop läuft im WLAN, Wi-Fi. Wir können hier runter und runter scrollen. So, jetzt haben wir einen neuen
einen Tab aufmachen. Okay, vorwärts, rückwärts. Rückwärts hat funktioniert. Das war die Startseite. Das ist jetzt nicht so schön. Switch. Ja, ich soll mich ja registrieren. Ja, ich stimme das mal zu. Wir suchen uns mal irgendeinen aus hier. So geht er zumindest zur Startseite wieder zurück. Also rückwärts funktioniert. Und vorwärts funktioniert jetzt auch. Okay. Wir können scrollen. Schreibtest. Wie sieht's aus? Neu. Mit markieren. Ich schreibe da mal irgendwas drauf. Ja, ich weiß, ist okay. Markieren klappt. Auswahl geht auch auf. Wie sieht es aus mit neuer Kommentar, Link, reagiert gut. Ja, was mir nicht so passt, ist hier die DPI-Einstellung. Das kann man irgendwie auch nicht sehen. Das ist sehr... Moment, eins... Ja, schade, das kann man natürlich jetzt nicht sehen. Also, doch, jetzt wird sie langsamer, das merke ich. Ich drücke nochmal. Etwas schneller. Das ist sehr schnell. Und das ist mega schnell. Also, jetzt merkt man es. Erstmal muss erstmal hinkommen. Jetzt machen wir wieder die 1. Jetzt hören wir in meinem Bereich. Ich würde jetzt die 2 wählen. So. Natürlich haben wir hier eine Leseabtastung mit Rot drin. Das zeige ich euch gleich nochmal. Ja, und ich würde sagen, kommen wir mal zu meinem Endreview. So, natürlich haben wir hier eine Leseabtastung. Und das Modell ist, hier ist natürlich eine Bedienungsanleitung dabei. Acer Maus Modell UW313. Ja. Hier ist nochmal alles beschrieben in verschiedenen Sprachen. Sie ist sehr leicht. Also über das Gewicht selbst konnte ich jetzt bis jetzt noch nichts rausfinden. Aber vielleicht finde ich das und dann kommen wir dann an meinem Endreview nochmal zu. Sie ist wirklich mega leicht. Ich schätze, das sind nicht 200 Gramm oder so vielleicht. Okay, da kommen wir jetzt gleich in meinem Endreview zu. So, da sind wir zurück von unserem Mäuschen. Also 70 Gramm hat das Ding. Die OMW 313. Und hier noch stehen auch noch mal die Maße, weil ich mir das immer nicht so ganz merken kann. 10,2 mal 6,2 mal 3,6 Zentimeter. Im Angebot seit 1. Oktober 24. Also Erscheinungsbild ist hier aber erst am 30. Oktober. Gibt es noch ein Coupon? Manchmal gibt es einen Coupon. Also sie ist für Mac, Linux, Windows, Chrome. Für einen Laptops, Acer, iMac, MacBook geeignet. Also 70 Gramm ist ja nun nichts. Da habe ich mich sogar, jetzt mal ehrlicherweise, es gibt sogar 12,99 mit einem 20% Coupon.
was soll ich noch sagen, 10 Euro Maus, da kann man eigentlich nicht mehr viel sagen, aber Verarbeitung ist okay, ne? Liegt ganz gut in der Hand. Ja, die DPI-Umschaltung hat am Anfang ein bisschen schlecht reagiert. Laserabtastung. Kabel 1,5 Meter ist wirklich lang genug, kann man nichts sagen. Sehr leicht. Wo bleibe ich da? Ich glaube bei vier Sternchen. Ich bin jetzt echt vorsichtig. Ne? Gut, bei einer 10-Euro-Maus kann man dann effektiv oder 13 Euro kann man da nicht allzu viel sagen. Das Ökonomische in der Hand ist natürlich toll. Na, das gefällt mir gut. Ich werde sie jetzt noch mal länger ausprobieren oder lang dran lassen. Geplant war das denn jetzt mal für unterwegs. Ich habe hier wirklich eine teure Maus, die habe ich jahrelang für Logitech und die möchte ich einfach nicht mehr mitschleppen. Na, die bleibt in der Schublade und genutzt sie ab und zu mal. Und wenn man sowas kaputt macht oder kaputt geht, dann ist das völlig egal. Das ist kein Preis. Nee, egal ist es auch nicht, aber es ist ja nun kein Preis, dass sie jetzt extrem teuer ist. Man hat 2 Jahre Gewährleistung. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Deswegen zeige ich die euch auch. Ich werde sie mal in die Videobeschreibung packen. Nicht vergessen, bestellbar erst ab 30. Oktober. Wie gesagt, kleine Premiere hier auf eurem kleinen Kanal. Und es wäre schön, wenn ihr diesen Link nutzt. Das ist bei mir ein sogenannter Amazon-Partner-Link, gekennzeichnet mit blauem Punkt und AMZ davor. Da kriegt der Kanal wirklich eine kleine, minimale Provision und ihr müsst aber nicht mehr bezahlen. Natürlich könnt ihr einkaufen, wo ihr lustig seid. Aber ich fand das jetzt extrem auch noch preisgünstig. So eine Telefonnummer hier drauf für den Support. Aber ich glaube, das ist selbsterklärend. Software ist hier nicht angegeben. Braucht man nicht. Also einstecken, Plug and Fuck, sage ich immer, und dann und Abflug. Wie gesagt, solltet ihr Fragen haben, haut es in die Kommentare. Wenn ich das beantworte, kann ich das merken. Wie gesagt, ich will sie noch mal ein bisschen länger hier dran lassen. Und dann geht sie dann in die Laptop-Tasche. Also zur weiteren Nutzung. Ja, ich kann mich an dieser Stelle nur verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und war informativ oder mehrwertig. Dann lasst doch bitte ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Damit wir vielleicht jetzt langsam mal die 5000er platt machen. Dann steige ich vielleicht im Ranking und schauen wir mal, wäre ganz gut. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und natürlich den Daumen in deutliche Richtung hin fürs Video. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Da auch schon mal danke. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr kein Video verpasst. Nächste Video am Start, wie üblich. Wir machen eine neue Reihe auf. Das heißt, Weihnachtsgeschenkideen gibt es demnächst. Da mache ich mal ein bisschen was, so vielleicht aus dem Technikbereich, aus dem Haushaltsbereich. Vielleicht ist das für den einen was. Für die Zukunft bis einschließlich Ende dieses Jahres wird es 3 Videos geben die Woche. Nur noch mal am Rande für unsere Stammzuschauer. Danach schauen wir mal. Ich muss mir angucken, wie das läuft, weil das Material ist derzeit dazu da, dass ich das machen kann. Man muss ja mal aufpassen, was man kriegt. So. Und ich sage jetzt erstmal danke, tschüss, bye bye, bis zum nächsten Technikcheck hier auf dem Kanal. Macht's gut, bis dahin, euer Darky, bye.